Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Familie Ernest. Ich werde die beiden jetzt gleich auch noch umbenennen, denn sie sind ja letztes Mal zu Teenagern geworden und wir heißen jetzt ja beide Ernest. Und deswegen, ich finde es besser, wenn die Kinder dann auch so heißen. Außerdem habe ich in einem extra Video ja das Zimmer umgestylt, damit das hier ein bisschen passend zu den beiden ist. Und ich finde es sehr, sehr cool. Und ich hatte ja gesagt, ja, jetzt so langsam müssen wir uns ja entscheiden, mit wem wir weiterspielen. Und da hat Rizzy eine sehr schlaue Erkenntnis gehabt. Denn wir sind ja in der Lucky Legacy Challenge. Da können wir doch einfach ein Wheel spinnen. Und ich denke, das werden wir dann machen quasi im letzten Part von dieser Generation. Und ich denke, das ist auch die schlauste Herangehensweise an das Ganze. So, jetzt benenne ich die beiden erstmal um. Sim umbenennen. Damit sie dann auch Ernest heißen. Wie gesagt, ich fände es halt schöner, wenn sie dann alle denselben Namen tragen, dass sie zusammengehören. So, und jetzt lasse ich die Süßen alle erstmal schlafen schicken. Und nebenbei können wir auch schon mal generieren. Wir haben heute die 96. Esse dreimal gegrillter Käse hintereinander. Ich überlege gerade, wer das am ehesten machen würde. Aber ich habe hier noch die Lichter an. Ach, oder sind die an wegen dem Hund? Ist natürlich blöd. Oh mein Gott, ich habe sogar noch mehr Pakete vergessen. Wir hätten sogar noch mehr Geld gehabt zum Umbauen, theoretisch. Ich dachte wirklich, ich hätte alle erwischt. Aber das Geld können wir ja trotzdem noch gut gebrauchen. In dem Video habe ich übrigens auch Cloud einen Strickkorb gekauft, weil er steht ja auf Stricken und dann kann er sich ja auch so langsam mal daran machen, das umzusetzen. Oh nein, wir haben das Tofu-Truthahn hier vergessen. Hä? Warum hat er das denn gemacht? Ach, keine Ahnung. Außerdem ist Moon beim letzten Mal endlich wieder ein Mensch geworden. Und das ist so crazy einfach, ne? Wir haben wirklich viel erreicht letztes Mal. Ist so besonders alles. Vielleicht wäre es ja schlau, wenn die Frösche eher in ihrem Inventar sind, weil sie dann direkt Plasmabeutel herstellen kann. Stimmt, die beiden müssen jetzt ja auch gleich zum ersten Mal in der Highschool. Oh mein Gott, heute sind Prüfungen. Das wird nicht gut ausgehen. Stimmt, die Gute hat jetzt ja auch wieder ein Blasenbedürfnis. Das kannte sie jetzt ja seit ihrer Kindheit gar nicht mehr, ne? Bevor ich zur Highschool gehe, speichere ich nochmal. Weil ich habe ein bisschen Angst davor, dass das hier abstürzt, weil immer wenn ich in die Highschool gehe, dann lädt das so 2000 Jahre und ich so, keine Hilfe. Oh mein Gott, die meinen, machen jetzt einen Fassstand. Was ist denn mit euch? An einem Freitagmorgen habt ihr nichts Besseres zu tun, oder was? Oh, okay, sie lassen es doch. Wir gehen natürlich mit beiden. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch unsere Freunde sehen, die wir auch umgestylt haben in einem extra Video. Bis hier kommt mir hier keiner bekannt vor. Das ist natürlich schade. Was ist denn der Direktor? Ah, hier. Wer ist der Direktor? Tamiko Baba. Okay. Hätte ich mal freundlich vor. Entschuldigung, ich möchte nicht, dass du an den PC gehst. Ich möchte, dass du dich hier vorstellst. Vielen Dank. Kommt sie da nicht rein oder so? Aber was soll denn das Problem sein? Ist die Tür abgeschlossen? Dann lassen wir es einfach sein. Ja, gegrillter Käse haben wir jetzt hier nicht, ne? But to be honest, ich kann mir Cloud sehr gut vorstellen, dass er das machen würde. Deswegen würde ich ihm das vielleicht dann einfach geben. Ich habe jetzt herausgefunden, dass dieses Burnout kommt, wenn man halt häufig mehrere Tage hintereinander fleißig arbeiten drückt. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal auf normal gestellt, weil wir es jetzt ja gerade nicht so dringend nötig haben, sage ich mal. Ich finde toll, dass die beiden hier einfach nur am PC hocken, ne? Jedenfalls hier ist keiner, den ich umgestylt habe. Das ist ein bisschen sad, ne? Oh, sind die beiden in derselben Klasse? Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Aber die werden auf jeden Fall einen Karrieretag mitbekommen. Süß. Vielleicht können wir daran dann teilweise schon entscheiden, was die später werden, weil die ja teilweise dann Stimmung bekommen, wenn die sich Karrieren anschauen. Sollen die denn irgendwelche außerschulischen Aktivitäten mitmachen? Nee. Nein, macht bitte die Prüfung. Ist eh schon blöd genug, dass ihr hier am ersten Tag seid. Oh mein Gott, wo willst du hin? Ich rast aus. Von der Lehrerin so. Alles gut. Meine Schüler gehen immer aus dem Unterricht. Vor allem bei Prüfungen. Aber es ist eine hübsche Lehrerin, ich bin ehrlich. Ich hoffe da, dass das hier nicht der größte Reinfall wird, ne? Weil er mag halt stricken gerne so. Und theoretisch ein bisschen Fitness, ne? So, ob man ihn dann so in so Sportzeug reinstecken sollte, ich weiß es nicht. Ihr seht das jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, wenn ihr meint, dass wir die irgendwo hinzufügen sollen, dann schreibt mir das gerne. Aber ich sehe jetzt persönlich nicht, bei was die jetzt so machen könnten. Hier hinten ist ein Edelstein und hier ist auch noch was. Ich würde sagen, snack dir das mal kurz, weil das können wir verkaufen. Wir brauchen ja noch Geld für die Tränke, damit die beiden
dann keine Vampire mehr sind. So ein dummer Trank kostet einfach 2500. Das ist so übertrieben. Es ist zum Glück eh bewölkt, deswegen ist es auch nicht schlimm. Das sind 332 Simoleons. Damit könnten wir uns theoretisch schon einen neuen Trank kaufen. Aber das Ding ist, ich glaube... Okay, wir können ja jetzt nicht drauf gucken. Aber ich glaube, uns fehlen noch Plasmafrüchte. Das heißt, wir müssen neue Plasmafrüchte kaufen. Das heißt, wir haben noch zu wenig. Aber die sind ja heute arbeiten. Also müsste das zumindest für einen Trank theoretisch reichen, wollte ich sagen. Ah, nee, lernt mal ein paar Leute kennen. Seid mal ein bisschen freundlich hier. Er hat ja, glaube ich, noch immer den Crush auf Ben. Stimmt. Die sind ja auch Abschlussball-Dates jetzt schon. Das Ding ist, nee, nächste Woche ist dann der Abschlussball. Aber hier haben die Geburtstag. Also selbst wenn die diese Woche das haben, werde ich da nicht hingehen, weil der ja die Woche danach dann. You know. Süß, sie unterhalten sich hier. Sie möchte für Prüfungen lernen. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen spät, oder? Ihr könnt euch aber auch an so einem Spind mal anmelden. Wie heißt das? Keine Ahnung. Because I really think this is cute. Spind dekorieren. Was würde sie machen? Dunkle Akademie Deko? Was soll das bitte sein? Komm, wir machen bei ihr so Kawaii-Deko. Und bei ihm können wir ja so... Sportdeko machen. Süß. Yes. I'm a fan. Alle meine Teenager in der Stadt sind immer schwanger. I can't do this anymore. Kommen sie jetzt einfach hi mit Nachnamen. Also ihr seid auf jeden Fall sehr krass am Sozialisieren hier. Also ich lasse euch 2 Sekunden aus den Augen. Ihr hockt wieder vom PC und redet nur miteinander. Was ist denn mit euch? Ich sucht euch doch Freunde. So, ich klicke das jetzt selber an, weil dann stehen die nicht auf. Wenn die automatisch das machen, dann brechen die das immer ab. Das ist richtig dumm. Toll, diese eine hat sich gerade hingesetzt und geht jetzt doch nochmal auf Klo. Bisschen knappig, wa? Die googeln vorher nochmal die Lösungen, die potenziellen. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück, ne? Ein schwieriges Problem. Die Computerwissenschaftsfrage besteht aus 2 Teilen. Zunächst sollst du deinen Namen in binäre Zeichen übertragen. Dann sollst du ein Programm schreiben, mit dem jeder Name, der in das Programm eingegeben wird, in binäre Zeichen übertragen wird. Das Ding ist, wir haben ja noch keine Programmierfähigkeit, deswegen eigentlich müssen wir uns... improvisieren, oder? Sunny vertraut darauf, dass Schicksal ihr eine Antwort auf diese schwere Prüfungstage gibt, aber der Schicksal versagt. Als sie auf ihre fertige Antwort startet, weiß sie, dass sie auf keinen Fall richtig sein kann. Geringer Vorteil bei Prüfungen basierend auf Glück. So, und Cloud hat auch ein schwieriges Problem. Die Prüfung enthält zahlreiche Fragen zu dem Buch, das die Klasse lesen sollte. Es handelt von Sims, die auf mysteriöse Weise ewig leben und nie altern. Es gibt spezielle Fragen zur Handlung, den Charakteren und dem Ende. Schreibe einen Aufsatz über die Schlüsselthemen und führe Beispiele aus dem Buch zu diesem Thema an. Aber auch hier, wir haben noch keine Schreibfähigkeit, deswegen müssen wir improvisieren. Er macht nebenbei nochmal ein Selfie während der Klausur. Super. Cloud folgt seinem Gefühl und schreibt auf gut Glück eine Antwort hin. Als er auf seine Antwort starrt, hat er das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Großer Vorteil bei Prüfungen basierend auf Glück. Das ist doch sehr gut. Sie findet Hannah unreif. Gut. Vielleicht ist Hannah dann doch nicht so diejenige, die wir gerne kennenlernen wollen. Ja, die kriegen schon wieder Durst, aber das Ding ist, ich hab grad nix. Es tut mir leid. Ich würde ja gerne humanisieren. Cloud hat ziemlich gut bei den Prüfungen abgeschnitten und Sunny hat die Prüfung bravourös gemeistert. Ich dachte, Cloud hatte den hohen Vorteil. Ja, und der Abschlussball, das ist ja nicht unser jetzt. So, dann geht mal bitte nach Hause. Aber guck mal, das lief hier ziemlich gut, ne? Gut gemacht auf jeden Fall. Ich werde die dann sicherlich auch mal einen Tag alleine losschicken, damit deren Noten auch besser werden. Weil die ja nicht steigen, wenn man mit denen immer mitgeht. Aber ich finde das so cool, immer mitzugehen. Dieser Killerhase hockt hier immer vor unserem Haus, ne? Ich kann das alles nicht mehr. Nicht so viel tun, ne? Gerade. Das Ding ist, selbst wenn sie jetzt irgendwie fischen könnten... Die können ja die Sachen gar nicht machen. Dann sollen die einfach mal ihre Hausaufgaben machen. Ihr könnt ja einen Fitnessartikel schreiben und sie übt kreatives Schreiben. Ihr seid so cute, ne? Dass die sich jetzt hier zusammen hinhocken und Hausaufgaben machen. Es ist zwar nicht ihr Bett, aber es ist trotzdem süß. Stimmt, danach kann er sich vielleicht um seine Grilled Cheeses kümmern. Hier, Grillkäse. Schwarm um ein Date bitten, süß. Kann er sich auf jeden Fall mal merken. Ihr Sozialbedürfnis steigt einfach, obwohl die gerade nichts miteinander machen. Die sind einfach nur im selben Raum. Das ist so cute. Jerrica hat 128 mit nach Hause gebracht und Moon 416. Der Geist von Mimi schwindet. Oh, sie kommt nach Hause und möchte direkt bei Hausaufgaben helfen. Wie süß ist sie? Aber was ist das für ein Outfit, sag mal? Als Anwältin? Ich weiß ja auch nicht. Forschen und debattieren müsste sie eigentlich machen, aber... Yeah. So, jetzt können wir aber mal gucken. Und wir können noch nicht Frösche wieder züchten. Oh, wir haben deutlich zu wenig Plasmafrüchte. Ist die Frage, wie viel sind denn da drin? Das ist noch alles sehr viel teurer, als ich dachte. Hat sie Spaß am Angeln, sag mal?
Okkultismus abgelegt. Oh. Nee, eigentlich hat sie nicht so Spaß dran. Sonst schaut sie einfach mal kurz ein bisschen Comedy-Kanal. Was ist mit ihm? Oh, er braucht auch ein bisschen Spaß in den Backen. Aber er könnte auf jeden Fall potenziell beim nächsten Mal befördert werden. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, und er macht jetzt den Grillkäse. Ich meine, ein bisschen Kochenfähigkeit erreichen ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich meine, es bringt ihm ja nichts, das zu essen, außer dass er halt diese Secret Aspiration dann freischaltet. Aber es ist ein bisschen wild. Ein Gericht nehmen, ein Gericht nehmen, ein Gericht nehmen. Mit dir geht's supi. Die stehen hier einfach nur so toll. Ihr geht's schon besser. Alles für ihre Kinder. Oh, und vielleicht können Jericho und Sunny mal ein bisschen zusammen Schach spielen. Also diesmal klappt das mit dem Angeln auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Weil leider brauchen wir ja jetzt noch ein paar Plasmabeutel. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir werden es jetzt auch überleben. So, Nummer 2. Oh, da bettelt aber jemand. Einmal kurz belehren, bitte. Also gleich. Pizza, Pizza, ich möchte Pizza. Ich kann es verstehen. Aber nein. Danach können wir den Grillkäse auch hier reinräumen. Das ist jetzt der dritte. Nein, du spielst danach kein Tischtennis. Der Hund so, hä? Oh, Mon ist Naturfreak. Süß. Naturfreaks sind am liebsten draußen an der frischen Luft. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du Aktivitäten eher draußen als drinnen ausführen. Verschiedene Vorteile durch Außenaktivitäten, hält sich am liebsten draußen auf, erhöhte Arbeitslast und Betätigkeiten unter freiem Himmel. Haben wir jetzt natürlich nicht, aber ist schon in Ordnung. Angespannt, wenn viel Zeit drin und nicht draußen verbracht wird. Das kann sie jetzt ja auch tun, ohne Angst zu haben, dass sie verreckt. Oh, es ist so süß. Ich hoffe, dass es funktioniert hier. Ja, und sie kann ja mal ein Bodyshaping-Video machen. So, sie fängt fleißig Fische. Glückwunsch! Cloud hat das verborgene Grillkäsebestreben freigeschaltet. Du findest es bei den anderen Essensbestreben. Plasmabeutel. Haben wir das auch abgeschlossen. So, er kann ja mal hier gucken, ob hier noch wieder was nachgewachsen ist. Auf jeden Fall Sachen zum Ernten. Fossil extrahieren. 70 Simoleons, sehr schön. Ups, ich habe ihn aus Versehen aufgehangen. 7 Simoleons, toll. Aber jetzt muss ich auch mal dringend pipi. Ein Erdfrosch. Hat gar keinen Spaß in der Backen, ne? Ich weiß, Stricken kostet auch was. Oh mein Gott, man kann damit auch Freundschaftsbändchen knüpfen. Aber es ist leider nicht für unsere Tiere gerade. Ja, dann mach doch mal eine Mützi. Theoretisch können wir die ja dann auch verkaufen. Den Simoleons, den können wir auf jeden Fall ohne Probleme zu einem Plasmabeutel machen. Und mein Girl hat Hunger. Oh, es ist so ungewohnt. Der Hund hat in eine Wohnung geschissen. Kümmer du dich vielleicht mal um den Hund. Süßi! Wie süß kann man aussehen, wenn man strickt, ich schwöre. Cute. Nein, nicht den Teppich wegnehmen. Nur den Teller. So, und sie könnte jetzt ja theoretisch noch forschen und debattieren üben. Also ist zumindest sinnvoll, sag ich mal. So müde ist sie jetzt ja auch noch nicht. Es ist ja Wochenende, ne? Hier, guck mal, das sind zumindest 43 Simoleons. Kleinvieh macht auch Mist. So, sie spielt mal ein bisschen Tetris auf ihrem Handy. Trickprojekt abgeschlossen. Das hat sogar geklappt. Süß. Muss man das auf Plopsy anbieten oder kann man das so verkaufen? Man kann es auch so verkaufen. 26. Guck mal, wir haben 6 Simoleons plus gemacht. Süß. Und jetzt hat er auch wieder richtig viel Spaß. Oh, das ist das Süßeste jemals, ich schwöre. Dann darf er hier noch ein bisschen trainieren am Fernseher übrigens. Weil er mag ja auch Fitness. So, wir können vielleicht dem Hund auch mal ein bisschen was beibringen. Ist ja eigentlich süß. So, Jericho möchte schlafen, das darf er gerne tun. Und was müssen wir heute tun? Es ist einfach nochmal die 96 geworden. Ich habe gerade gedrückt und es ist nochmal die 96. Und ganz ehrlich, das ist ein bisschen wild. Das machen wir nicht. Wir machen lieber die 160. Hoffentlich ist es lieber. Hoffentlich ist es kein Scheiß. Schaff dir einen Teich an. Wir haben schon einen Teich. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Also ich kann natürlich noch einen Teich bauen, aber es ist irgendwie auch unpassend. Wir machen es nochmal. Wir machen die 165 vielleicht. Zeit für eine Pediküre. Oh. Umgeh, wir können ja Girls Day machen. Mit Moon und Sunny. Das wäre so cute. Die haben zwar beide, glaube ich, keine Outfits, wo man das sehen würde, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas platziert habe. So ein Spa mit Nägel und so. Aber egal. Gestresst wegen Hundetraining. Die wollen immer alle an den Laptop, aber irgendwie kommt man da nicht so vernünftig dran. Ich weiß nicht. Dann bricht die Interaktion immer ab. Weiß auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Aber hey, immerhin hocken dann die Sims nicht permanent vorm Laptop. Oh, das mit dem Lernen hat anscheinend funktioniert. Nö, sie ist noch nicht fertig anscheinend. Aber trotzdem, ziehen ja mal Bürsten. Kannst du ja so nett sein und hier mal ein bisschen aufräumen in der Küche, weil hier sehr viele Teller rumstehen. Kann sie ja mal ein bisschen Schreiben üben lassen. Weil sie hat jetzt ja auch ein bisschen die Fähigkeit erworben und so. Und in der Schule bringt es ihr auf jeden Fall was.
dann ist sie zumindest produktiv, ne? Ich meine, die müssen ja nicht schlafen, so. Dann können die halt auch irgendwie an ihren Fähigkeiten arbeiten, oder? Sehe ich das falsch? Hier, Level 2 der Logikfähigkeit, voll cool. Guten Morgen, du bist noch gar nicht ganz ausgeschlafen, aber egal. Sie ist wahrscheinlich einfach noch nicht genug gewöhnt. Muss ich sie wohl gleich nochmal angeln lassen, weil die beiden schon wieder richtig krass Durst haben. Es ist so nervig, ne? Ich sehe ja auch nicht, dass sie sich so krass unwohl fühlt, wenn die jetzt dann gleich unterwegs sind. So, jetzt habe ich 225er. Tada. Oh, Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule, oder? Ich vermute, dass sie Jericho fragt, weil Moon ist hier gerade ganz alleine, deswegen wird sie wohl Jericho fragen. Ich denke, dass Jericho sagen wird, in der Schule lernst du wichtige Dinge. Machen wir jetzt auch Verantwortung. Ist auf jeden Fall gut. So, ich glaube, mit den Mädels gehe ich dann jetzt mal auf Spa-Suche. Aber ich glaube, ich habe nirgendwo was platziert. Hier ist ein Spa. Spa und Nail Saloon. Vielleicht habe ich doch was platziert. Dann nimm bitte deine Tochter mit. Dann können die beide eine Pediküre haben. Ist doch auch mal süß. Caleb Vateur ist einfach ein Masseur. Guck mal, Future Charm, den kennen wir doch, oder nicht? Irgendwo erkennen wir den. Ah doch, hier waren wir mit Moon sogar schon mal, oder? Um Pediküre bitten von Eloise, machen wir mal. Dann bitten wir natürlich nochmal um eine Pediküre von Lark. Dienst anfordern. Pediküre. Vielleicht klappt das besser. Sie reden auf jeden Fall schon mal miteinander. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Oh, es funktioniert. Da sie gerade in ihrem Sportoutfit ist und das diese Farbe ist, nehmen wir mal diese Farbe. Dann muss sie das am besten hier auch machen. Dienst anfordern. Pediküre. Süß. Sie sieht sehr entspannt aus. Oh. Alles klar, Girl. Die war anscheinend im Saunabereich. Kurzzeitig. Wir nehmen bei ihr mal... Oh, lass mal dieses Lila nehmen. Weil das ist ja trotzdem ihre Farbe. So. Sunny ist schon fertig. Sie dance jetzt erstmal eine Runde. Bei ihr sieht man das jetzt sowieso erstmal nicht. Weil ich glaube, die haben beide Outfits, wo man das nie sehen würde. Aber egal. Es geht ja auch um die Pflege, ne? Sie lässt sich auf jeden Fall gut gehen. Aber das mit den Farben funktioniert nicht. I don't know. Och, wie der Kurs fängt jetzt noch an. Das wäre irgendwie richtig cute, wenn die zusammen so einen Kurs mitmachen. Das kostet zwar richtig viel Geld, aber ist egal. An dem Punkt macht es jetzt auch keinen großen Unterschied mehr, ganz ehrlich. Oh, sie kann nicht mehr teilnehmen. Warum? Umgeh, wann haben wir sie denn zuletzt in ihrer Sportkleidung gesehen? Haben wir das je gesehen? Ich kann mich daran kaum erinnern. Sie verpisst sich jetzt auch einfach. Hallo? Gut, der Kurs hat begonnen. Dann findet es wohl jetzt doch nicht statt. Aber dann könnt ihr euch ja mal so... ein bisschen lieb haben. So, dann quatscht mal miteinander. Ich finde das nämlich richtig süß. Wenn ihr heute schon Zeit miteinander verbringt, dann... Die haben auf jeden Fall eine gute Zeit. Gut, dass ich noch einen Beutel mitgenommen habe. Sie so, hier eine Capri-Sonne. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Die Männer fragen sich bestimmt schon, wo sie bleiben. Die Weiber. Dieser Hase verpisst sich aber auch nicht, ne? Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, steht der da. An Jericho habe ich gar keinen Plan, was er braucht für Fähigkeiten. Aber... vermutlich ist Charisma in Business ganz gut. Er kann ja mal ein bisschen Rede üben. Oh, Bibi. Der Ball passt gar nicht in seinen Mund, aber es ist trotzdem unfassbar süß. So, sie macht sich jetzt auch nochmal auf den Weg, ein bisschen was abzugrasen hier. Wo ist mein Frosch? Der war doch hier die ganze Zeit. Knoblauch ist hier auch. Ist gar nicht mal so schlecht. Nee, wir gehen nicht zum Abschlussball heute. Aber frage mich, ob wir nicht vielleicht auch... ein bisschen was anpflanzen sollen, damit es ein bisschen kostengünstiger für uns wird. Wie viel kostet der? 24. Naja, nicht die Welt, aber ist okay. Und Eisenhut brauchten wir, glaube ich, auch. Na, lieber alles. Außerdem können wir sonst zur Not daraus auch nochmal Geld machen. Soll sie hier... nein, nicht Knoblauch essen. Pflanzen. Projekt auch wieder abgeschlossen. 20, genau. Naja. Dann haben wir halt hier so einen kleinen Gartenabteil. Ja. Es ist vielleicht nicht schlecht. Sind zwar jetzt nicht die Sachen, die uns großartig in Anführungszeichen weiterhelfen. Ich meine schon, wegen den Zutaten und so. Ich hoffe halt nur, dass es fix geht mit dem Wachsen. Aber es wird sowieso noch alles eine Weile dauern. Es ist alles ein bisschen schwierig hier mit unserem Plan. Hey Bro, willst du mein neues Instagram-Meme sehen? Ich finde es total witzig. Was meinst du? Lol, genial. Bestimmt. Haha, ich wusste, du wirst es lieben. Ah! Bruno ist älter geworden. No way. Warum geht das alles immer so schnell? I don't like this at all. Können wir das Sitztraining weiterführen? Stricken? Hier, dann kann er ja... Socken kann er stricken. Die würde ich auch behalten, ich bin ehrlich. Grau-schwarze Socken. Toll. Ja, sie ist traurig, weil sie auf keinen Partys ist. Ich weiß. Aber zurzeit haben wir auch gerade ganz andere Probleme. Ihr steht hier schon seit gefühlt Stunden.
und redet nur mit sich selber. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir ihn langsam mal davon abbringen. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich die Fähigkeit wirklich brauche. Stell dir vor, ich mache das jetzt und er so den ganzen Tag so redet mit sich selber. Und dann bringt das halt einfach gar nichts. Level 2 der Tiererziehungsfähigkeit. Süß. Nein, wir gehen nicht zum Abschlussball. Der ist erst nächste Woche. Warum steigt ihre Vampirenergie, wenn sie hier chillt? Ich hinterfrage es nicht. Bruno hat den Befehl Sitz gelernt. Süß. Wie wär's mit Angeln? Deine Kinder haben schon wieder Durst. Ah, es ist so schwierig. Wir haben Post bekommen. Vielleicht ist da was drin, was uns helfen kann. Ich meine jetzt so, geldlich. Die Geburtstagsgeschenke, oder nicht? Eine Actionfigur. Aber hey, 115 Simoleons. Ich guck nochmal hier im Inventar nach, weil manchmal... Ein Teller. Das sind auch nochmal 100 Simoleons. Ey, immerhin. Ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber... Ist besser als nichts. Vor allem, wir sind im Herbst. Ich Schlaumeier und ich will hier Sachen anpflanzen. Projekt ist fertig. Oh, Geduldsfaden gerissen. Aber wir bräuchten dann so einen Überbau. Wir können das ja auch mehr oder minder kostenlos machen. Ich habe eine Idee. Also beziehungsweise mit wenig Kosten nur verbunden. Wir nehmen hier eine Quadratplatte. Okay, dann brauchen wir noch Pötte. Unnötig Geld ausgeben ist mein Stil. Also ich meine, es ist ja nicht direkt unnötig. Ne? Also ich meine, es hilft uns jetzt ja im Endeffekt, aber es wird trotzdem ein bisschen wild. Das wurde ins Haus... Achso, wegen den Bäumen. Okay, das müsste ich dann gleich machen. Das ist ja eigentlich... reichen, oder? Das sieht doch richtig kacki aus, aber egal. Eigentlich ist es doch hoch genug. Okay, das geht trotzdem nicht. Das ist schlecht. Müssen die Bäume halt abseits sein, ist es also. Das ist jetzt ein bisschen Geldverschwendung. Ich bin ehrlich. Aber ich möchte jetzt da noch Säulen hinstellen. Ich habe auch nicht so teure genommen. Ist das in Ordnung, oder? Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. Wie sollen das sonst halten, ne? So, als würde das so halten im echten Leben. Egal. Es ist perfekt. Ja, total. Egal, es wird uns helfen. Ich speichere jetzt. Und dann beende ich jetzt hier die Folge, weil ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Ich hoffe, die Sachen, die ich jetzt hier irgendwie getan habe, haben euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!